Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft-Fakten. Ich habe mir wieder 5 Sachen von euch ausgesucht und die sind auch heute wieder ziemlich cool. Und ich stelle euch sofort vor. Wenn ihr weiter gute Ideen habt für Minecraft-Fakten, dann schreibt es mir per PN hier auf YouTube. Wenn der Fakt richtig auch noch gut ist, dann wird hier eben das Video eingeblendet. Und schreibt mir in den Kommentaren, wie viele Sachen ihr von den Folgen schon wusstet. 3 von 5, 4 von 5, 5 von 5, nur 2 von 5, keine Ahnung. Und wenn ihr einen Fakt habt, dann schreibt mir eine Nachricht, aber ob es was für die Minecraft-Fakten sind, oder für Minecraft-Fakten, wie du wissen solltest. Denn dann habe ich es einfach zum Rausholen. Gut, dann würde ich sagen, geht's direkt los. Die erste Sache ist von Extremis Minecraft, und er schreibt, Bedrock und Greens und haben dieselbe Textur. Und dieser Fakt ist richtig. Wenn ich kurz mal jetzt hier Bedrock hinnehmen und einen Greenstone. Dann könntet ihr eventuell sehen, dass es hier ein paar Kontrastunterschiede gibt. Zum Beispiel dieser Punkt hier. Oh, ich habe hier auf Control. Okay. Bei diesem Punkt hier, ne? Wenn ich mal weitergehe, dann haben wir hier den nochmal. Ah, der ist etwas heller. So, ich brauche das hier. Das sehen wir hier. Oder auch dieser Strich hier, den haben wir da. Also ihr seht, das ist hier ein paar Kontrastunterschiede. Also der ist einfach viel dunkler, dieser viel heller. Weil ich auch diese zwei zu schwarzen hier und dann hier den Viereck hier, weil hier und da auch, also Bedrock und Cleat auch die gleiche Textur. Weiter geht's. Die zweite Sache ist von Fulton, die Enderman Schaffner schreibt, wenn du in einer Hardcore-Welt stirbst, hier wird dann verlässt und dann in den Great New World Tab gehst, siehst du immer noch den Todesblut. Und dieser Fakt war echt cool. Ich hole kurz mal ein bisschen Ohr, einen Baum. Und mach mir mal jetzt ein bisschen Stoff, über die ich sterbe. Und ich werde hier sehen, das ist echt komisch, das ist für die Not für 1.8 da, weil der 1.10 funktioniert jetzt nicht mehr, glaube ich. Weil wenn ich jetzt versuche zu sterben, schaffe ich es ja und. Yes. You cannot respawn in Hardcore Mode. Dann natürlich jetzt die Welt. Ich glaube Singleplayer, Great New World und hier haben wir noch die Todesscreen, ne? Diese Herzen hier, die sind auch noch da. Und wir können ja in den Wald eingehen, ne? Keine Ahnung. Wir können immer alles ändern und ja, wir können ja auch hier umändern und eine coole Todeskrieg einfach hier noch. Das ist richtig komisch. Und Zell machen und dann wäre. Okay, okay, okay. Also, wenn man Hardcore-Modus stirbt und dann Create New World macht, dann bleibt der Fullscreen erhalten. Weiter geht's. Dann als nächstes. Die nächste Sache ist von SpicyCraft. Und er schreibt, mit dem Command kann man keine unsichtbare Chest beschwören, denn Entity ist, da man, wenn man F3 plus E drückt, die Bildrichtung sieht, die Kiste despawnt nach 20 Sekunden. Und dieser Fakt war extrem weird. Ich guck hier mal rein, so. Also Song Falling Sand, auf die Koordinaten Time 1, Teil ID 130, Nobility 1, Drop Item 0. Weil ich jetzt Object successfully summoned, ja. Und ein Schlüssel ist nicht vorhanden, außer natürlich dieser Schatten. Der Schatten ist da, aber hier ist aber kein Entity, also keine Ender Chest. Wenn ich jetzt F3 und B drücke, dann sehen wir hier die Kiste, die ist eingerahmt und hat sogar einen Blickwinkel. Das heißt, die Ender Chest ist zu einem Entity geworden. Und das ist schon sehr komisch. Das kann übrigens auch nicht zerstören oder so. Also das ist einfach ein unsichtbares Entity von meiner Ender Chest. Und ja, nach 20 Sekunden die Spawns wieder und ja, das ist eine sehr, sehr komische Sache. Und ja. Ein unsichtbarer Ender Chest in Form eines Entities. Das ist ein sehr cooler Fakt und ich weiß auch nicht so ganz, wie man darauf kommt, aber okay. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Und die letzten beiden Dinge sind von FCGamer777 und schreibt als erstes, seit Anfang 9 kann man keine Krimmen mehr craften. Und zweitens, wenn man sich an einen Block entwerbt, gräbt und dann ein Chaos-Fruit ist, wird man die nächstgeliebene Höhle geportet. Jo, und auch diese beiden letzten Fakten sind richtig. Wir haben den Glitch-AB zu greifen und jetzt hier versuchen, Gold, Notch-Upgrade zu craften. So. Und jetzt hier den Apfel rein, Jule. Dann geht das hier nicht mehr. Im normalen Gottlöffel können wir natürlich noch craften, das ist klar. Aber diesen Notch-Apple wurde in der 1.9 das Gottlöffel entnommen und
Ja, seit 1.9 kann man keinen Ort Erfinder craften, sondern nur noch in irgendwelchen Dungeons finden. Und die zweite Sache. Kann ich leider nicht so gut zeigen, weil ich in der Flatbed bin. Aber ihr müsst euch so vorstellen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier eine Höhle. Das ist meine Höhle jetzt. Aber eigentlich, hi. Und ich buddel mich jetzt einfach mal jetzt hier so rein. Duft. Und würde jetzt diese Chorus essen. So. Und dann würde ich einfach dann in die nächstgelegene Höhle einfach deportiert werden. Weil das Spiel versucht, in den nächsten Hohlraum zu gelangen, wo halt frei ist. Und das wird dann eine Höhle sein. Ich habe gesagt, auf einer Flapperwelle gibt es keine Höhlen und kann es auch nicht bezeichnen, aber ich muss einfach so vorstellen, ich bin auf der Erde, jetzt war ich auf Höhe 30 oder so, durch eine Höhle und dann erst einfach die Chance vor und die wird direkt in die nächstgelegene Höhle teleportiert. Und ist eine ganz coole Sache und kann man bestimmt auch sicher gut verwenden. Das war's gewesen von heute in Folge der Minecraft-Fakten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonniert vergessen und tschüss.